Sims A. Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von die Sims 4. Wir haben immer noch ein Date. Trink es, es gehört dir nicht. Trink es trotzdem, er trinkt es einfach nicht. Kein Gruppenscheißgespräch. Trink, trink, trink es. Ey, du bist so eklig. Nette Verabredung, im Haushaltsinventar deines Sims findest du ein paar Blumen zur Erinnerung. Blumen? Wo? Ich weiß nicht, wo das Haushaltsinventar ist. Ist das einfach jetzt mein Täschchen? Nö. Ich möchte dich massieren. Sanft küssen. Boah, Diego. Du störst unser Date, weißt du das eigentlich? Wo sind sie? Oh nein, nein, nicht runterrutschen. Köstlich. So. Ich möchte jetzt hier... Ach, das Date ist schon vorbei? Ja, dann fahr ich nach Hause. Tschüss. Nein, stopp. Sag auf Wiedersehen. Romantisch. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Fahr nach Hause. Scheiß Weiber. Lass die Scheiße da stehen. Das gehört dir nicht mal. Das ist eklig. So. Ego, warte auf mich. Ah, verdammt. Ich wollte jetzt schon wieder naschen. Ich habe hier was zu naschen stehen. Aber beim Aufnehmen ist das nicht so nett, wenn ich dann so mit vollem Mund am Rumschmatzen bin. Verdammt. Mann. Oh, Mauer, 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 Mauer. Diego! Mauer, 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 Diego. Und eine alte Frau. Ekelhaft. So. Wie ist der Plan? Ja, die sind jetzt in einer Beziehung. War nicht so spektakulär, wie ich es mir erhofft hatte. Ich weiß nicht. Dadurch, dass das so, yeah, so feste Freundin, dachte ich eigentlich, für Sims-Verhältnisse kommt da noch ein bisschen was. Aber nein, ich wurde mal wieder enttäuscht. So, wir haben immer noch Sonntag. Wir haben Sonntagmittag. Und Diego hat Hunger. Ich dachte, du bist zur Arbeit schon. Ja. Was? Nee. Ein Stück nehmen. Ja, komm, nehmt euch den scheiß Kuchen. Solange ihr nicht älter werdet, ich hab euch im Auge. Ja, ist aber jemand gut drauf. Komm, nimm dir so einen doofen Kuchen. Oh, Kuchen. So. Was ist mit dir? Ach, dir geht's ja gut. Komm, setz dich. Ja, setz dich zu deinem Bruder. Das ist... Oh nein, umarmen, aber störe ihn nicht beim Essen. Ja, umarm ihn mit dem Kuchen. Mein Essen ist so wichtig. Oh. Ja, der Snobby kann echt mal älter werden, oder? Aber wann? 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 Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando. Snobby älter werden kann. Sag mir quando, sag mir wann. Räum den Scheiß auf. So. Was können wir denn machen? Was können wir tun? Ja, die Hausparty, die ging ja in die Hose. Diego ist mit Elisa zusammen. Eigentlich könnte die Grundel nochmal zusehen. Dass die irgendwie mit den Typen mal, dass da was geht. Ich weiß nicht. Außerdem brauchen wir mehr Geld. Die Grundel muss schreiben. Grundel. Es bringt ja scheinbar jetzt nichts. Wenn du zurückkommst, ist es mir scheißegal, wie es dir geht. Das ist nicht dein Pet Diego. Na egal. Und dann musst du dein dummes Buch weiterschreiben. Eine schöne Liebesmail schreiben. Du kannst einmal eine Liebesmail schreiben an den. Auch wenn du ihn hast. Nein, nicht spielen. Nein, 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 nein. Nein, so. Und dann schreiben. Scheinbar haben wir nichts oder habe ich noch was zum Fertigschreiben? Programmieren üben. Nein, Bestellung, Auswahl spielen. Nö, gibt's nicht. Gut. Dann schreiben wir ein Genrebuch. Poesie. So. Diego, was ist los mit dir? Diego ist müde. Nee, komm, dann machen wir mal offiziell. Du machst jetzt hier mal Pipi und dann kannst du schlafen gehen. So, Snobby. Du könntest eigentlich auch nochmal auf den Spielplatz fahren und mal mit deinen... Kannst du nicht eine Kinderparty? Kannst du nicht machen, ne? Einladen, hier abzuhängen. Piep, piep. Die sehen gleich aus. Oh mein Gott. Böser Zwilling, guter Zwilling. Lad sie ein. Aufgrund seiner neuen Schelmfähigkeit, ich habe schon Schleimfähigkeit gelesen, kann Snobby jetzt andere Sims mit dem Handschocker reinlegen und viele andere schelmische Interaktionen ausführen. Mit höherem Fähigkeitlevel werden neue schelmische Interaktionen freigeschaltet. Ich flipp aus. Alle kommen vorbei. Jaha.
Ich habe nie gesehen, dass du jemanden angerufen hast, aber das ist ja kein Problem. Wer ist dieser Glatzenmann? Stopp! Bist du nicht auf... Nein, ich habe anhalten gesagt. Bist du nicht auch weiter für die Gründel? Ih, der hat eine Monobraue. Nee, sorry, das tue ich der Grunde nicht an. Das hat sie nicht verdient. Weißt du, keine Haare auf dem Kopf, aber dafür genug auf der Stirn. Nee, nee. Das muss ja nun mal wirklich nicht sein. So. Diego geht schlafen. Wir haben 16 Uhr. Hier haben wir auch 16 Uhr. Ich muss gleich mal irgendwie vor die Tür gehen nochmal. Hey, böser Zwilling, guter Zwilling. Snobby, du gehst an den Leuten vorbei. So. Auf Kopf. Okay. Auf Popkultur beziehen. Auf Kopkultur. Na gut, sag ich mal, du versuche zu beruhigen. So, ist er aufgebracht? Tag verschönern. Vom Herzen ein Kompliment machen. Boah, Snobby, du bist echt ein Schätzchen. Kleiner Fettsack, aber. Was ist denn hier los, ey? Boah, ehrlich. Guter Zwilling, böser Zwilling. Lass das nicht an dem armen Petsy aus. Komm her. Könnt ihr nicht irgendwas spielen zusammen? Boah, Wahnsinn. Ich bin so aufgewühlt. Dabei bin ich der gute Zwilling. Boah, ihr seht echt voll gleich aus. Oh, das ist gruselig. Konrad und Brian. Ich will Geld. Grundel ist wieder da. Yeah, Grundel bringt die Kohle nach Hause. Grundel muss kacken. Ja, ich hab's gesagt. Ich würdige die Belag mit keinem Blick. Wieso? Nein, wieso bist du wütend? Ey, ich lade die ein, damit die Spaß zusammen haben und die dissen einfach den Snobby. Boah, Snobby, komm. Ja, entschuldige dich, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Beleidige sein schäbiges Gesicht. Und dann machst du lustige Stimmung. Lieblings. Was war da mit Popel? Ich habe was mit Popel gelesen. Immer ist das weg, wenn ich was toll finde. Ihr seid scheiße. Snobby. Oh, ich hasse euch. Ihr seid die Ausgeburten der Hölle, alle beide. Guckt euch diese ekligen Fratzen an. Das geht ja gar nicht. Boah. Boah. Oh, du versuchst es voll. Was schreibe ich denn? Ich glaube, es war ein Gedicht, ne? Gedicht. Gedichte und anderer Mumpitz. Langweilt mich. So, schreib. Ach, ich könnte ein so guter Autor werden. Ey, das geht ja gar nicht. Beleidigendes Gespräch. Ihr seid jetzt mal bitte nett zueinander, rumblödeln. Kommt jetzt die Gruppenschlägerei? Oh! Mein Gott. Ihr seid ja übel. Ach nein, ist das traurig. Voll die Gollums, ey. Bleibt doch mal sitzen. Und nicht schubsen. Ja, doch rumblöden. Oh, Pieks ins Gesicht. Schlagt euch. Oh, der rastet aus, ey. Könnt ihr nicht... Oh, komm, provozierende Schlägerei. Das Potenzial ist da. Die Grundaggressionen sind aktiviert. Ich bin ein Fuchs und du bist ein dummer Trottel. Komm doch, komm doch. Willst du Beef? Hast du Schiss? Boah, komm, jetzt mach nochmal. Prügeln. Prügel dich. Witze über Popel machen, witzig. Ja, komm. Schlägerei provozieren. Tu es. Dein Gesicht sieht aus wie eine Toilette. Verstehe kein Wort. Komm, mach. Schlag ihn ins Gesicht. Ihr habt überhaupt keine Chance gegen mich, ihr Nullen. Oh, ihm scheint es gefallen. Oh. Was ist denn hier los? Okay, komm. Ich möchte, dass ihr Freunde seid. Können wir bitte Freunde sein?
So, du darfst gleich Pipi machen. So doll musst du doch gar nicht. Stell dich nicht so an. Wo ist das Klo? Ein ärgerliches Häuflein machen. Ist das süß. Wie sieht denn das denn dann aus? Ach, jetzt sind die voll... Na gut, das funktioniert ja. Einigermaßen. Oh, was läuft am Fernsehen? Ich flippe aus. Mit Notenprahlen, das sieht man immer gerne. Charisma-Fähigkeit erweitert. Ne? Na, bist du eifersüchtig? Hm, jetzt wo Konrad und der Snobby sich so gut verstehen? Er stinkt wie Käse. Ich finde ihn super. Okay. Machst du ein ärgerliches Häuflein? Pressen. So. Ich muss mir den Hintern nicht abwischen. So. Das klar ist. Kann man... Komm, nimm dir ein Stück. Boah, ey, was ein Grummelolm. Was für eine Errungenschaft. Grundel hat ein komplettes Buch geschrieben. So, wir brauchen wieder Geld. Grundel, verkauf das Buch. An Verlag verkaufen. Warum auch immer es diese Möglichkeit gibt, es selbst zu veröffentlichen. Das will doch keiner. Hast du Hunger? Iss ruhig. Komm, iss. Hast du dir rausgenommen? Iss es. Ich fress dir. Hör! Oh! Lass den armen Petzl in Ruhe! Du bist so ein asozialer Penner! Verschwinde, ey! Boah, hab ich keinen Bock mehr drauf, auf diese dummen Drecksplagen. Ich werde ihn jetzt rausschmeißen! Hast du den Kuchen schon aufgegessen? Sieht irgendwie nicht so aus. Wütend werde ich den jetzt hinstellen und hier weiter essen. Oder auch nicht. Was ist denn nur los mit dir, Junge? Ich kann dein Gesicht nicht ertragen. Verschwinde. So. Nee, räum das weg. Du brauchst hier gar nicht so wütend zu sein und das... Ja. Ganz hoppala. Kannst jetzt gleich mal, deine Mutter ist am Kacken. Konrad, geh nicht. Na egal. Hat sich ja richtig gelohnt. Sozial ist voll. Scheißegal, ob es wütend oder nicht wütend ist. So. Mutter hat Hunger. Wir haben doch noch genug hier drin, oder? Komm, nimm dir noch einen Burger. Dann kannst du noch ein bisschen zocken. Witze schreiben. Quatsch, Witze schreiben. Ja, spiel das. Und dann geh ich schlafen. So, und du nimmst jetzt eine eisige Dusche. So eisig wie meine Seele. Laune, schließe auf alle Sims verteilte 100 Launen ab. Habe ich das gemacht? Cool. Habe ich nie mitgekriegt. Krieg ich dafür eigentlich was? Oder bringt's? Sich zu beruhigen versuchen, das kannst du gleich auch nochmal machen. Ja, du hast kaputt gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Reparieren. Und dann darfst du schlafen. Diego? Ah, Diego, schwimm nicht zu weit raus, Baby. Das ist so traurig, der 2-Quadratmeter-Pool. Yeah. Ja, irgendwie muss ich nochmal gucken. Also, Knete kriegen wir ja jetzt so langsam rein, wenn die Mutter nochmal ein paar Bücher verkauft. Ist es vielleicht mal die Überlegung wert, auch das Haus mal ein bisschen umzugestalten. Aber dafür haben wir leider momentan noch zu wenig Geld. Da muss echt noch ein bisschen was reinkommen. Ansonsten... Ja, was steht noch im Plan? Die Grundel muss ich nochmal die Typen ein bisschen klarer machen. Sie kann doch auch einfach beide Typen sich klar machen. Es ist doch shit egal. Aber es ist echt anstrengend. Vielleicht heiratet die ja auch einen von denen. Aber dafür müssen wir die echt erstmal irgendwie... Ja, auf unsere Seite kriegen. Es ist sehr anstrengend. Hier, komm. Petzium arm spielen. Petzium arm spielen. Dann kannst du schlafen gehen. Der arme Petzi, der musste so viel einstecken. So, und du? Was machst du? Ja, guck. Guck an, wie dein... Kannst du mal kommen, mach mal Sport. Mach Sport. Laufen ohne Schweiß. Ohne zu stinken. Mutter, bist du nicht glücklich jetzt? Nein, immer noch nicht ganz. So,
Fällt sie gleich mal glücklich. So, Snobby hat ein neues Bild am Kreativkunsttisch zeichnen und bekommt bessere Stimmung beim Spielen mit Spielzeug. Was? Verstehe ich nicht. Wer hat schon wieder das Radio angemacht? So. Runde? Möchtest du nicht mal die Dusche jetzt aufräumen, reparieren? Ja. So, Schluss damit. So, dann kannst du schlafen gehen. Und danach... Brunnel hat wieder irgendwelche Teile gefunden. So. Du machst ja wirklich Laufen ohne Schweiß. Das ist schön. Wenn du damit fertig bist. Ausschalten. Der rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Rennt, 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 rennt. So, fertig. Der hat echt gar nicht geschwitzt. Verrückt. So, das war immer wieder ein Chaos-Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.